Willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem neuen Part von Let's Play League of Legends. Und heute spielen wir mal wieder, ist schon etwas länger her, ein schönes, einfaches Aram. Kein Special Mode wie Blitzpartie, kein langweiliges Normal oder Ranked, was sowieso niemand spielen will, weil da steht er gerade deaktiviert. Noch nie nur vier Vierergruppen. Sei einfach nur ein normales, gewöhnliches, klassisches Aram. Der beste Spielmodus, den League of Legends hat. Und es wird mal wieder Zeit, meint ihr nicht? So. Auto. Ich habe das Fenster offen, weil es wirklich warm ist. Bitte nicht. Eigentlich auch bitte nicht. Aber wir probieren es mal. Und werden so versagen. Er fängt schon an mit sorry. Das Game hat noch nicht mal angefangen und er schreibt sorry. Der eigentliche Feed kommt ja erst noch. Was ich sagen wollte. Wir spielen mal wieder ein schönes Aram. Diese Aufnahme geschieht übrigens ein paar Stunden nach dem Wild Rift Aram Video. Da habe ich gesagt, ich will später noch ein Aram spielen und aufnehmen. Jetzt sind wir da. Mit den Summoner Spells, mit den Beschwörerzaubern, die gut sind, Heal und Markieren. Und jetzt will ich mal sagen, ab in den Ladebildschirm. Wir sehen uns gleich wieder. Und hier sind wir wieder. Im Game, im Ladebildschirm bei 98%, deswegen laber ich einfach mal rein, weil es nicht so lange dauern sollte. Und ja, ein schönes Aram. Wie gesagt, gab es lange nicht mehr und ja. Ja. Okay, danke. Ich hatte nichts zu sagen. Und musste Zeit überbrücken. Das war problematisch. Wir haben einen schönen Regenbogen, den sonst keiner hat. Wow, halt wirklich. Der neue Volibear. Wir haben ja nicht mehr den guten alten, sondern wir haben jetzt einen neuen. Oh, mal die Ulti. Ultimate Smartcast runter. Ja, die Gegner haben Jaguar, geil. Da freut man sich ja richtig. Hier immer lieber Poro. Jetzt wissen die Gegner komplett, dass ich da bin, aber wenn sie es nicht vorher schon wussten. Also hier der neue Volibear, ich bin noch in der Kennenlernphase mit dem. Ich weiß noch nicht genau, was die Spells machen. Was ich Volibear im Wirkungsfall finde, hält ein Schild. Nice. Die W. Okay. Und die Q macht sonst irgendwas. Okay. Ah, da hat man jetzt wunderbar ein Schild gesehen. Holla. Und da kam ein bisschen Schaden. Vor allem von der Xayah, weil sie ja die E aktiviert hat und die Federn zurückgezogen hat. Ich hole mir die Rüstung. So. Ja, brauchen wir uns leider ein bisschen zu spät hingesprungen. Sodass sie wie den Damage, hier den Schaden noch abbekommen hat. Unsichtbare Champions sind halt eben immer noch Freude. Und Champions, die schneller sind. Da kommt Freude auf, merkt das. Ich bin glücklich. Glücklich, glücklich. Echt ein Wunder. Ich bin jetzt wirklich nicht der Beste. Ich habe so eine Video.
wollte es nochmal kurz erwähnen. Ich bin nicht der Beste in League of Legends. Ich habe das nie behauptet. Ich habe es ja auch, wie gesagt, nie behauptet, dass ich der Beste sei, aber ich... Also unfair. Na, okay, warte. Dankeschön. Alter, Wolibär. Kommt mir das nur so vor oder labert er einfach die ganze Zeit? Ist ein bisschen. Ein klitzekleines bisschen. Oh ja, Damage Gold! Oh, danke! Ding. Ein bisschen Schaden am Turb. Definitiv down hier. Meine 150. Doof. Ja, brauche ich noch 50 Gold. Das warte ich mal ganz kurz ab. Weil wir haben es ja so oder so jetzt schon. Das ist das mythische Item. Und dann wird alles toll. Habe ich das eingesammelt? Nein, habe ich nicht. Er hat es eingesammelt. Ich könnte so schön. Ah! Ey, ich will was machen! Ich will Damage machen! Ich kann nicht! Blöden Gegner, ich hasse alles. Ich kann mich damit nicht heilen. Es ging, glaube ich, nicht mal mit der alten Wolibär, aber ich kann mich nicht heilen. Nunu kann es. Nunu kann jemanden essen und sich heilen. Warum kann Wolibär das nicht? Warwick kann das auch. Kann sein, dass ich die meisten Tode habe? Ja! Sie wird noch gar keinen. Ist aber kurz davor. Die Gegner sind mir viel zu nervig. Das ist der Klon. Und dann. Sorry. Sie wird kein Mana mehr. Man könnte jetzt behaupten, Yone hat auch kein Mana mehr. Na, Yone ist da. Ich will nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr. Ich will ein anderes Game. Hm. Das war der echt, oder? Ja. Nutten. Jail. Ich habe so ein langsames Gefühl, dass ihr dieses Video nicht sehen werdet. So ein klitzekleines bisschen das Gefühl, dass ich gleich noch eine Runde aufnehmen werde. Weil ihr die Aufnahme sehen werdet. Und nicht diese. Diese wird einfach... Die geht verloren. Ich habe irgendwas falsch. Ich habe aus Versehen jetzt auf den Stopp-Knopf gedrückt. Bonk. Bist du der Echte oder bist du Kopie? Echt. Nice. Okay,
hat mehr Damage gemacht. Komm, das kriegen wir hin. Oh scheiße, der Turm geht auf mich. Nice. So. Kann ich damit die Fähigkeiten abbrechen? Nein, kann ich nicht. Was kann ich überhaupt DE machen, außer mir schlimmsten Fall ein Schild geben? Nehme ich noch. Gottsbock. Ich will den Scheiß hier nicht. Verdammt. Wir nehmen mal das hier, dann nehmen wir noch das hier. Warmox. Habe ich schon 1100 zusätzliches Leben, dafür habe ich 350, dafür habe ich auch 350, das sind dann 700. Dadurch 800. Oh, würde reichen. Da hat jemand einen Poro geführt hat. Brave Gegner. Klar. Da sind zwei Schako-Kopien, Boxen, Dingenskirchen. Ja, wenig. Ich kann mit meiner Ulti Türme deaktivieren. Kann ich diese Fähigkeit in diesem Game nutzen? Nicht unbedingt. Klar macht meine Ulti auch Damage, glaube ich. Bonk. Ja, sie macht Damage. Wie viel denn? 300. 500. Okay. Damit kann man arbeiten. Mit gleißenden Blitzen. Werde ich diese Aufnahme jetzt immer noch verlieren? Wahrscheinlich nicht. Werde ich danach trotzdem noch eine Aufnahme eine Runde aufnehmen? Ja, wahrscheinlich. Weil ich mit der nicht unbedingt zufrieden bin. Das ist kein Game, das ist kein, wir spielen hier nicht, wir werden gemobbt. Warum? Weil die einen Schako haben. Es liegt alles nur am Schako. Die Grundmoral von jedem ist im Keller wegen diesem Schako. Und weil die Gegner wirklich nervige Champions haben, abseits von Schako. Ah, frick. Hier wird nicht aufgegeben. Aufgeben im Aram ist was für Waschlappen. Wer wollte aufnehmen? Aufgeben? Der Jone. Mit den 555 Score. 597. Dann kann man. Dann könnte man theoretisch aufgeben, aber man gibt im Aram nicht auf. Solange es im Aram wirklich nicht. Dass man aufgeben müsste. Ja, guck mal, damit könnte ich hier theoretisch die Gegner ja. Das war schön. Was wollte ich sagen? Damit kann ich ein Ziel betäuben. Da muss man ja auch erstmal nur an das Ziel rankommen. Das ist halt gar nicht mal so einfach, diesen Gegnern. Allgemein bei den, würde ich behaupten, bei den neueren Champions in League of Legends, auch wenn man Rolibear jetzt hier die gereworkte Variante zu den neuen Champions zählen könnte. Hier bei den neueren Champions ist das ganz schön schwierig, die Gegner jetzt so zu betäuben, weil Volibear langsam ist.
merkt auch so ein bisschen an ihrer Art. Ist schwerfällig. Die E ist doch gar nicht dafür da, Schaden zu machen, sondern einfach nur für den Schild, kann es sein. Weil solange wie die E braucht, das trifft doch keinen Gegner. Sagt er, nachdem er am Anfang den Ezreal mit der E platt gemacht hat. Ha! Drecksack. Hier, guck mal hier. Das Gefühl, dass der Braum wirklich weit reingegangen. Noch hat er selbst. Ich wollte den Braum, den Velkos aufhalten. Ich stehe 5-11, also kommt schon irgendwie hier an Statistiken was zu retten. Ist unmöglich. Hier kann nichts gerettet werden. Also ja nicht. Glückwunsch, Ezreal für 30 zerstörte Gebäude nebenbei. Dann kann ja immer noch höflich sein. Danke. Mit 5 aktiviere 5 Auto-Attacks, welche ein gewisser Zeitpunkt da ist. So habe ich Angriffstempo und die alte, wo die wir Ulti. Einen Effekt davon. Schön. Vorher sind die Auto-Attacks auch langsam. Das ist der Klon, oder? Ja, natürlich war es der Klon. Warum sollte es auch nicht der Klon sein? Ach so kann man die Gegner treffen, wenn sie Sonias gekauft haben. Versteht ihr übrigens, was mein Problem mit Sonias allgemein ist? Der Shaco hat mein persönliches Problem mit Sonias, weswegen ich Sonias recht selten kaufe. Wunderbar beschrieben. Es bringt nichts. Ah, meine Ulti benutzen. Bonk. So, ich habe 2 Kills geholt. Was macht ihr? Draufgehen, danke. Noch ein bisschen Angriff. Fähigkeitstempo. Oh, der Ezreal hat einen Pentakill raus. Nice, Glückwunsch. Hier wird immer noch nicht surrendered. So. Und nu? Dunk. Dunk. Das ist Klon. Vergiss es. Hau ab. Habe ich gerade gesagt, das ist Klon? Also grammatikalisch war es auch nicht gerade richtig. Oh, ein trauriger Narr. Als ihm. Als Stiko. Was sollte dieses rote aufleuchten eigentlich? Hab ich die ganze Zeit schon gefragt. Warum leuchtet hier immer das Rot? Damage. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Wie viel? 600. Ja, 1000. Oder 36 von Runen. Sehr erwachsen, liebe Gegner. Ihr seid sehr erwachsen. Ganz gleich wieder.
und hier sind wir beim Ehren angekommen. Wen kann man denn ehren? Wir waren am wenigsten nervig. Warum? Er hatte, glaube ich, am Ende 0 Kills. Ja. Braun bekommt mein GG. Okay. Hier unten ist noch ein bisschen was falsch, aber... Yes. Jetzt. Ja, ne, hat Spaß gemacht. War spaßig. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Dieses Auto gerade hat meinen Punkt wunderbar unterschrieben. C plus. Damage und Champions. Spaß. Dass Shaco so wenig hatte, das ist einfach. Der hat auf andere Weise genervt. Nicht durch insgesamt der Schaden und Champions, sondern allem anderen. Missione. Zerstöre 20 Augen. Die Mission ist halt immer noch schwierig. Die Mission ist halt echt nicht für Aram gemacht. Nun gut. Das war's mit dieser Runde. Wie bereits gesagt, werde ich jetzt gleich noch eine aufnehmen. Weil es hat schon keinen Spaß gemacht. Ich spiele gleich noch eine Runde. Ich will da Spaß. Naja. Tschüss.